aus Liebe aus Lichtenberg. Der wöchentliche Podcast des Lichtenberger Bürgermeisters Michael Grunst. Immer freitags nach 1 berichtet er von der Woche im Rathaus, vom Leben im Bezirk, von besonderen Menschen. Hallo aus dem Lichtenberger Rathaus. Willkommen beim Bürgermeister-Podcast. Mein Name ist Michael Grunst. Ich bin Ihr Lichtenberger Bürgermeister. Und ich bin Katharina Gerlach. Einen schönen guten Tag. Ja, zur Woche im Rathaus kommen wir gleich. Erstmal, Herr Grunst, machen Sie uns doch mal ein bisschen Appetit auf Ihren Gesprächspartner heute. Wen haben Sie sich als Gast eingeladen? Ich habe mir heute einen ehemaligen Lichtenberger eingeladen, nämlich den Elternbeiratsvorsitzenden meiner Schule, an die ich gegangen bin, nämlich Gregor Gysi, der in Friedrichsfelde Ost viele Jahre gelebt hat. Und das wird, denke ich, ein ganz spannendes Gespräch. Oh ja, das glaube ich auch. Guter Redner, Gregor Gysi. Journalisten fanden den immer toll und finden ihn auch noch toll. Jetzt gucken wir mal ins Rathaus. Sie haben sich diese Woche, das war am Montag, mit dem Wirtschaftskreis getroffen. Da war bestimmt Corona und die Folgen von Corona ein großes, großes Thema. Ja, also gemeinsam mit unserem Wirtschaftsstadtrat Herrn Hönicke waren wir beim Wirtschaftskreis in Lichtenberg. Wir haben immer einen ganz guten Draht miteinander, wir haben eine enge Kommunikation. Und am Montag haben wir uns über die Folgen von Corona unterhalten. Und die Wirtschaftsunternehmen haben natürlich auch berichtet, dass sie derzeit wirklich zu kämpfen haben. Die Hotels sind kaum ausgelastet, Aufträge brechen weg, gerade im Bereich Tourismus, im Bereich Veranstaltungen. Der Chef des Shopcenters hat gesagt, was für Baden-Württemberg die Autoindustrie ist, für Berlin der Tourismus. Und das merken alle, die mit dem Tourismus verbunden sind, ob das Taxifahrer sind, ob das Hotels sind, Gaststätten, dass es durchaus gerade ein riesengroßes Thema ist. Nur, was kann man machen? Wurden auch Lösungsvorschläge gemacht oder Überlegungen angestellt, wie es besser werden kann? Ja, wir waren uns einig, dass das Problem ist Corona. Nicht die Maßnahmen, die daraus folgen. Die sind schwierig für alle, gerade für Wirtschaftsunternehmen. Und natürlich ist es einerseits die Hoffnung, dass die Corona-Pandemie eingedämmt wird und bewältigt wird. Aber andererseits wir dann auch genau nochmal gucken, dass wir die Dinge, die wir tun können, um Wirtschaftsunternehmen zu unterstützen, auch tun. Für uns als öffentliche Hand heißt es zum Beispiel, dass wir unser Engagement für Schaffung von Infrastrukturen, nämlich Bautätigkeit, nicht unterbrechen, dass die Baufirmen weiter Aufträge bekommen, dass wir überpünktlich zahlen, damit die Firmen liquide bleiben. Das sind die verschiedenen Dinge, die wir als öffentliche Hand machen können. Wir können bestimmte Unterstützungsdinge leisten. Wir versuchen mit unserer Wirtschaftsförderung Lots zu spielen für die Unternehmen, dass wir zu Hilfen, zu Liquiditätshilfen, zu Förderprogrammen zeitnah und relativ zügig leiten und als Berater zur Verfügung stehen. Trotzdem, alles hängt an dieser Corona-Geschichte. Ne? Wenn wir wieder raus dürfen, wenn wir wieder Veranstaltungen machen dürfen, wenn wieder alle zusammenkommen dürfen, dann wird alles wieder besser und alle sehnen sich danach. Bis dahin, ja, müssen wir ein bisschen diese Planungsunsicherheit aushalten, glaube ich. Deswegen wird ja geplant, viele andere Dinge. Es tut sich nämlich einiges auch im Rathaus. Da möchten Sie unter anderem, dass Lichtenberg in 3 Jahren die Auszeichnung European Energy Award bekommt. Was ist denn das eigentlich genau und was hängt alles dran? Wir haben uns ja schon vor vielen, vielen Jahren auf den Weg gemacht zu einer klimafreundlichen Kommune. Ich selber komme, ich will nicht sagen aus einer NGO, sondern ich komme durchaus auch aus einer Bewegung, die damals sich auf den Weg gemacht hat, als Vattenfall das Steinkohlekraftwerk in Rummelsburg bauen wollte. Da war ich Mitbegründer der Bürgerinitiative damals. Wir haben den Kampf gegen Vattenfall auch gewonnen und haben dafür auch den Berliner Umweltpreis bekommen. Das war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, nicht nur für mich selber, dass man auch Dinge erreichen kann im zivilgesellschaftlichen Bereich, sondern vor allem, dass viele sich für dieses Thema auch mitnehmen lassen. Klimaschutz. Und der Bezirk hat sich dann auf den Weg gemacht, hat als erster Bezirk eine Klimaschutzbeauftragte eingestellt, hat ein Klimaschutzkonzept entwickelt, verschiedenste Maßnahmen, ob das Mobilität ist, ob das Fragen von Gebäudesanierung betrifft, rechtzeitig angegangen, schnell angegangen, so dass wir durchaus, wie die Chefin der Berliner Stadtwerke durchaus richtig bemerkte, Lichtenberg durchaus ein Vorbildbezirk ist. Stimmt es denn, dass Lichtenberg, also die Bezirksverordnetenversammlung, die ersten waren, die in Berlin ein Klimaschutzkonzept für den Bezirk ausgearbeitet haben? Ja, die Bezirksverordnetenversammlung hat es beschlossen, ausgearbeitet haben das viele kluge Köpfe unter Federführung unserer Klimaschutzbeauftragten, aber wir waren die Ersten in Berlin. Super, muss man auch mal sagen. Was ist das große Ziel jetzt bei diesem European Energy Award?
Na, wir werden selber nochmal alles auf den Prüfstand stellen, inwieweit wir unsere Maßnahmen, unsere Abläufe, unsere Tätigkeiten, unsere Investitionen dazu dienen, die Klimaschutzziele des Landes Berlins auch zu erreichen, die wir alle erreichen wollen und auch müssen. Und das wird auf den Prüfstand gestellt. Da werden Maßnahmen entwickelt in den kommenden Wochen, Dinge besprochen. Eine Sache ist zum Beispiel, dass wir festgestellt haben, wir haben ungefähr noch 50 Dächer, die sich für Photovoltaikanlagen eignen. Also es wird einen Blumenstrauß an Maßnahmen geben. Nun ist ja, das passt ja jetzt gerade ganz schön dazu, eine Photovoltaikanlage in der Budowin-Grundschule in Betrieb gegangen. Gerade jetzt, gehört die zu diesem Konzept? Im Prinzip schon, weil das große Ziel, Klimaziele des Landes Berlin erreichen. Und dazu gehören natürlich auch Photovoltaikanlagen. Auch da sind wir wieder als Lichtenberg durchaus Vorreiter. Wir waren einer der ersten Bezirke, die damit begonnen haben, auf kommunalen Gebäuden diese Anlagen in Zusammenarbeit mit dem kommunalen Stadtwerk zu installieren. Und daraus ist ja auch eine Win-Win-Situation entstanden. Einerseits natürlich für den Bezirk, der ökologischen Strom auch selber produziert, für sich und selber verbraucht. Und andererseits natürlich für die Stadtwerke, die ökologischen Strom anbieten können in Berlin. Und bei den Schulen hat es noch den Effekt, dass das natürlich für die Bildung und für die Kinder unglaublich wichtig ist. Es hat auch die Leiterin der Brodobrin-Schule deutlich gemacht, dass die Schulen sich ja auch auf den Weg machen, gerade das mit in den Erziehungs- und in den Lehrauftrag mit aufzunehmen, Klimapolitik. Und da ist natürlich so eine Photovoltaikanlage ein wichtiger Bestandteil auch. Absolut. Nun ist die Bodowin-Grundschule ja nicht die erste. Bei wie vielen Schulen sind wir denn jetzt in Lichtenberg? Ja, wir sind bei 25 Gebäuden bisher. Super. Und weitere 50 sind in der Prüfung. Ich glaube, wenn wir das dann in Häkchen hinter 75 Dächern machen, sind wir schon ganz gut. Und das Gute ist auch, dass die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften ja auch sich jetzt auf den Weg machen, sodass wir als Lichtenberg, aber natürlich auch aus Berlin, durchaus die Chance haben, Solar City zu werden. Ja, immer wieder schön, diese großen, großen Ideen für die Welt. Ja, aber das muss man so sagen, genau. Gehen wir mal ein bisschen weiter weg. Lichtenberg ist ja einer von 8 Berliner Bezirken, die eine kommunale Partnerschaft haben mit Städten oder Gemeinden in Polen. Also da passieren ja teils irritierende Dinge. Es gibt jetzt mehrere Städte, die sich zu LGBT-freien Zonen erklärt haben. Also sie wollen keine unterschiedliche sexuelle Orientierung erlauben oder wie auch immer sie das da machen wollen. Weiß ich nicht. Jedenfalls ist das ja schon ein ziemlicher Affront. Und wir würden sagen, denke ich, geht gar nicht. Wie sieht es denn aus mit den Partnerstädten von Lichtenberg in Polen? Wo stehen die? Also wir haben als Lichtenberg verschiedene Städtepartnerschaften und auch 2 Städtepartnerschaften, die wir für sehr wichtig halten, nämlich einmal mit einem Bezirk in Warschau und mit Hajnowka. Beide Kommunen beteiligen sich nicht an dieser Kampagne in Polen. Und unser Eindruck ist ja auch, dass viele Polen uns auch darauf hinweisen, dass sie durchaus Probleme haben mit dieser Ideologie der LGBT-freien Zonen, aber auch generell mit der Ideologie der Peace-Regierung in Polen, die ja durchaus ein Problem für viele darstellt. Eine schwierige Erfahrung auch. Was könnte man denn machen, also von Deutschland aus in Richtung dieser Kampagne? Man kann da eigentlich gar nicht viel machen, oder? Na doch, man kann einerseits klar signalisieren, dass man es falsch findet, das tun wir auch. Und man kann die Kräfte in Polen unterstützen, die das nicht so sehen. Also wie zum Beispiel unsere Partnergemeinden oder die Bewegung, die LGBT-Bewegung in Polen unterstützen. Das sind durchaus Dinge, die wir tun können. Und natürlich ist auch die große Erwartungshaltung, Polen ist Mitglied der Europäischen Union und hat sich auch an den Werten und Normen zu orientieren der Europäischen Union. Und die Werte und Normen der Europäischen Union heißen nicht Diskriminierung. Und das muss man, glaube ich, auch der polnischen Regierung sehr deutlich vermitteln. Okay, gut. Zeit, um an die Ferien zu denken. Es sind ja Ferien in der Stadt. Und diese Woche hat der Tierpark den 65. Geburtstag gefeiert. Das wäre doch eine schöne Idee, mal wieder hinzugehen und sich da mal ein bisschen rumzutreiben. Sie haben ja, Herr Gunst, Sie haben Patentiere. Was sind denn das für welche? Also der Tierpark hat ja eine sehr emotionale Verbindung mit Lichtenberg. Also viele Bürger erzählen mir, wie sie damals Aufbaustunden geleistet haben vor 65 Jahren und den Tierpark mit aufgebaut haben mit ihren Händen. Die haben dann auch eine Verbindung zu diesem Tierpark, wie man es nur beschreiben kann, wie ein Köpenicker zum ersten FC Union. Und war klar, dass das wieder kommt. Klar. Und das
macht es aber auch besonders. Der Tierpark ist der größte Landschaftstierpark Europas. Gäste aus aller Welt, die wir im Schloss Friedrichsfelde haben oder die den Tierpark besuchen, sind fasziniert über diese weiträumigen Flächen in einem, wie Sie meinen, Innenstadtbezirk. Und gleichzeitig haben wir auch mit dem neuen Tierparkdirektor einen neuen Schub, eine neue Qualität reinbekommen in die Entwicklung des Tierparks. Das ist erstmal sehr gut. Und natürlich ist jeder Lichtenberger Bürgermeister gefordert, den Tierpark nicht nur verbal zu unterstützen, sondern auch durch eine Tierpatenschaft. Das kann übrigens jeder Lichtenberger, das kann auch jeder Berliner, eine Tierpatenschaft zu übernehmen. Angefangen habe ich damals mit einem Katter, das ist eine Lemurenart. Bin dann übergewechselt zu einem Pinguin, Pinguin Tom, mit dem ich mich dann angefreundet habe. Und habe derzeit eine Patenschaft über Rotbauchmakis. Was sind das für Tiere? Das sind auch Lemuren, die leben aber nur in Madagaskar. Es ist eine bedrohte Halbaffenart. Sehr gesellige Tiere, wenn man Äpfel in der Hand hat. Verlieren schnell das Interesse an einen, wenn man die Äpfel nicht mehr hat. Aber sie sind unglaublich niedlich, gefährdet. Aber es sind wirklich interessant anzuschauende Tiere und im Tierpark auch schön anzusehen. Wann waren Sie denn das letzte Mal im Tierpark? Dieses Jahr erst einmal, das war aber Corona-bedingt, weil der Tierpark war auch lange zu. Ja. Ich bin auch froh, dass er jetzt wieder Schritt für Schritt öffnet und auch wieder Häuser aufmacht für die Gäste. Und ich war im Januar das letzte Mal da, nämlich als ich diese Tierpatenschaft übernommen habe über die Rotbauchmaki. Ah ja, da kam die Sache mit den Äpfeln zum Tragen, verstehe. So, und jetzt wird es gleich wieder politisch im Gespräch. Vielen Dank bis hierher, Herr Grunst. Vielen Dank. Kümmerer und Macherinnen. Hallo beim zweiten Teil des Bürgermeister-Podcast. Heute zu Gast ein ehemaliger Lichtenberger, Gregor Gysi. Herzlich willkommen. Ich grüße Sie ebenso, Herr Bürgermeister. Okay, wir waren ja bei Du früher, also wir können uns ja durchaus... Ich kann auch aber auch einen Herrn Bürgermeister duzen. Ja, das stimmt, vielen Dank. Gregor, weißt du eigentlich, wann ich dich das erste Mal getroffen habe? Nein. Das war 1990 am 18. März. Wir sind beide zeitgleich wählen gegangen damals in der 10. POS in Lichtenberg. Das stimmt, da habe ich ja auch noch in Lichtenberg gewohnt. Und zwar in der Gensinger Straße, die allerdings zu Zeiten der DDR Werner-Lambert-Straße hieß und dann natürlich umbenannt wurde. Und da habe ich mit meinem Sohn zusammen gewohnt. Genau, und irgendwann hat mir auch jemand gesagt, das ist der Papa von George. Richtig, so heißt mein Sohn. Übrigens wird er in diesem Jahr 50 Jahre alt, das ist überhaupt nicht zu fassen, ja. Da war es gemein wieder. Und ich habe ihn noch so klein in Erinnerung, aber irgendwie sind die Jahrzehnte vergangen. Es ist irre, wie die Zeit vergeht. Du bist dann, du warst damals schon und bist dann noch richtig groß in die Politik gegangen, bist jetzt, um den ganz großen Sprung zu machen, außenpolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag. Na, es ist so, nachdem ich aufgehört hatte als Fraktionsvorsitzender, hatte ich keine richtige Aufgabe mehr im Bundestag. Ich war und bin Vorsitzender der deutsch-griechischen Parlamentariergruppe und da habe ich alles gemacht, was dazugehört. Ich war und bin stellvertretender Vorsitzender der deutsch-russischen Parlamentariergruppe und da habe ich alles gemacht, was dazugehört. Ich war bis Dezember 2019 Präsident der Partei der Europäischen Linken, da habe ich auch vieles gemacht. Aber im Bundestag selbst habe ich pro Jahr einmal gesprochen. Und nun wollen alle von mir wissen, ob ich wieder kandidiere und dann sage ich schon ohne Aufgabe, nun ganz bestimmt nicht. Und dann passierte es, dass Stefan Liebig, der ja sehr gut war, aufhören wollte und aufhörte als außenpolitischer Sprecher und in den Finanzausschuss des Bundestages ging. Und da kam die Führung der Fraktion und fragte mich, ob ich denn nicht diese Aufgabe übernehmen könnte, was auch wichtig wäre für die Zukunft. Und ich habe eine Weile darüber nachgedacht, aber Außenpolitik interessiert mich und deshalb mache ich es. Und der Unterschied ist gewaltig. Also abgesehen davon, dass ich an allen Sitzungen des Auswärtigen Ausschusses teilnehme etc., habe ich seitdem ich das bin, und das ist ja erst ein paar Wochen, schon dreimal im Bundestag gesprochen. Und in dieser Woche spreche ich erneut im Bundestag, also sonst einmal pro Jahr und plötzlich innerhalb weniger Wochen viermal. Das macht schon einen Unterschied aus. Und es passiert ja auch vieles außenpolitisch, worüber es sich lohnt nachzudenken. Genau, ich hatte ja schon richtig Entzugserscheinungen, Gregor Gysi nicht im Fernsehen zu sehen oder nur einmal im Jahr im Fernsehen zu sehen, was natürlich nicht stimmt. Gregor Gysi war öfters im Fernsehen. Aber nicht viel öfter, da ist schon was dran, ja. Dann haben wir uns wahrscheinlich. Aber jetzt natürlich, das ist für mich erstaunlich. Die Journalistinnen und Journalisten freuen sich richtig, dass ich außenpolitischer Sprecher geworden bin, weil sie wieder Gründe haben, mich ständig zu interviewen. Was natürlich auch anstrengend ist, aber irgendwie interviewen die mich ganz gerne, sodass sie das begrüßen. Also die meisten, nicht alle, aber die meisten.
Aber die Außenpolitik, glaube ich, verdient ja eine besondere Aufmerksamkeit. Ich war jetzt im Februar in Polen gewesen, in Gdańsk, im Solidarność-Zentrum. Und die haben uns erzählt, dass sie unter erheblichen Druck der Peace-Regierung stehen. Und was mich so, und da bin ich schon wieder bei 1989, 90 eigentlich, fasziniert oder fast frustriert, dass die Länder, die damals diesen Aufbruch gemacht haben, den Demokratieaufbruch 89, wie Ungarn, wie Polen, wo wir im Prinzip einen Aufbruch nach Europa gemacht haben, wo es darum ging, wie Gorbatschow es formulierte, das gemeinsame Haus Europa zu schaffen, dass die Länder im Prinzip jetzt einen Rollback machen. Naja, das hängt natürlich mit den unterschiedlichen Erfahrungen in der Geschichte zusammen. Auf der einen Seite wollten sie den Staatssozialismus loswerden, natürlich auch wegen Freiheit und Demokratie, aber eben auch aus materiellen Gründen. Sie wollten endlich alle Dienstleistungen erwerben können, alle Produkte erwerben können, sich die leisten können, endlich eine Währung haben, mit der sie international reisen können, was ja mit dem Zloty und so weiter ausgesprochen schwer war. Und das haben sie erreicht. Und nun empfinden glücklicherweise nicht eine Mehrheit, aber doch viele, wieder autoritäre Strukturen als effizienter, weil man schneller etwas durchsetzen kann, zum Beispiel bei der Corona-Krise, weil in der Demokratie so lange geredet wird, bis mal etwas passiert. Und dazu gehört, wenn du so schrittweise autoritäre Strukturen einführst, dass du die Medien so gestalten musst, dass sie dir gerecht sind, dass du das oberste Gericht so gestalten musst, dass es dir gerecht ist. Das widerspricht nun aber alles EU-Recht und deshalb gibt es dort die Konfrontation auch mit dem Europäischen Gerichtshof. Ich glaube, der Druck muss stärker werden. Wenn die EU eine Zukunft haben will, braucht sie erstens Solidarität und zweitens garantierte Normen der Demokratie und des Rechtsstaates. Und wenn die verletzt werden, muss es sofort auch entsprechende Reaktionen geben. Ich nenne mal ein Beispiel. Also Polen, Tschechien und Ungarn sagen, für Menschen islamischen Glaubens als Flüchtlinge stehen sie nicht zur Verfügung. Sie lehnen das ab. Nun beschließt aber die EU die Aufnahme einer bestimmten Zahl. Dann wird das ja normalerweise auf die Länder verteilt. Die drei Länder weigern sich. Die Frage ist, hat das nur Konsequenzen oder hat das keine Konsequenzen? Andere Länder müssen ja dann diese Flüchtlinge übernehmen. Wenn sie das machen, verursacht das ja auch Kosten. Also man müsste doch dann wenigstens die Kosten von den Zuweisungen aus der EU an die drei Länder absetzen. Wenn das nicht geschieht, na, dann werden sie einfach bei der Haltung bleiben und sagen, lass es doch die anderen Länder machen, wir eben nicht. Und da hoffe ich, dass jetzt die deutsche Präsidentschaft in der EU da mal andere Zeichen setzt. Aber mehr als eine schwache Hoffnung ist es nicht, um ehrlich zu sein. Und deshalb machen mir diese Entwicklungen Sorgen. Aber es ist ja nicht nur Ungarn und Polen. Ein Blick in die Türkei genügt ebenfalls und natürlich auch ein Blick in die USA. Also Trump ist der Typ, wenn er könnte, würde er die Wahlen abschaffen und sich zum ewigen Präsidenten erklären. Nun geht das nicht, dazu sind die Strukturen dazu festgezurrt, das kriegt er nicht hin. Aber seine ganze Herangehensweise ist ja einzigartig. Es ist der blanke Egoismus, der letztlich den USA schaden wird. Das ist der entscheidende Punkt. Und zwar deshalb, weil zum Beispiel der Austritt aus dem Abkommen mit dem Iran ist natürlich für den Nahen Osten eine Katastrophe. Der Austritt aus dem Abkommen von Paris zur Begrenzung des Klimawandels ist aber auch für die USA eine Katastrophe. Er hat immer den schnellen Blick und nie den weiten Blick. Also er kennt 5 Konzerne, die darunter leiden und dann sagt er, um deren Profite zu sichern, trete ich aus dem Abkommen raus. Er könnte sogar noch sagen, das sichert auch bestimmte Arbeitsplätze. Aber das sagt er nicht. Er ist unehrlich, sondern sagt, es gibt gar keinen Klimawandel. Nun ist er doch ein ausgesprochener Experte. Also ich glaube, Donald Trump hat doch 10 Jahre Meteorologie studiert, dann war er 5 Jahre am Nordpol, dann 5 Jahre am Südpol. Oder ich irre mich und er hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und das ist ja wohl die wahrscheinlichere Variante. Ich auch nicht. Aber ich tue auch nicht so, als ob ich Meteorologe wäre, sondern folge
erstens der großen Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und zweitens kenne ich die Messungen am Nordpol und am Südpol und weiß, dass die Malediven drohen zu überschwemmen. Also, ohne ein Experte zu sein, kann ich erklären, warum ich mich nach einer Meinung richte und vor dem Klimawandel warne. Aber er sagt, der findet gar nicht statt. Also er ist ja sowas Gottähnliches und weiß es alles besser. Verheerend, alles verheerend. Und ich hatte im Deutschen Theater als Gast den bis vor kurzem war er der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Professor Dr. Voskuhle, und der sagte zu mir, ja Herr Gysi, das ist doch wieder offen, ob die Gesellschaften sich in die Richtung entwickeln, wie wir uns das vorstellen, Offenheit, Demokratie oder in eine autoritäre Richtung. Was dann auch damit zusammenhinge, dass der Wettbewerb um Demokratie und auch um soziale Gerechtigkeit, den es im Kalten Krieg gab, den gibt es eben nicht mehr. Mhm. Und deshalb setzen sich so schrittweise andere Strukturen durch. Also es wird höchste Zeit, dass viel, viel mehr Menschen das sehr aufmerksam registrieren und wir für Freiheit und Demokratie in Deutschland kämpfen und streiten. Was übrigens auch heißt, dass alle Einschränkungen der Grundrechte während der Pandemie danach vollständig ohne eine einzige Ausnahme zurückgenommen werden müssen. Und wenn man meint, irgendwas hätte sich bewährt, muss man darüber neu demokratisch diskutieren und nicht anders. Und das ist meine Sorge, dass das nicht passiert. Ich höre schon so die Ersten, die sagen, aber das ist doch ganz günstig. Und Konzerne, also hier Gesamtmetall sagt jetzt, Kurzarbeitergeld sollte es überhaupt dauerhaft geben. Also sie finden, wir sollen die Löhne bezahlen, hier die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler. Ja, ich meine, das klingt alles noch abenteuerlich, aber dass überhaupt in der Richtung gedacht und gesprochen wird, das alles macht mir große Sorgen. Jetzt höre ich aber auf, sonst fange ich hier an, Vorträge zu halten, was nicht meine Aufgabe ist. Die polnischen Freunde in Gdańsk, die waren immer noch sehr unter Schock, damals dieses, deiner Bürgermeister da ermordet wurde in Gdańsk vor einigen Jahren. Und die haben eigentlich eine ganz große Hoffnung auf Deutschland. Also ich habe dann gefragt, woher ihr die nehmt. Und da sagen sie, ihr seid in den Städten stabil, ihr habt immer noch ein Bollwerk gegen die AfD und ihr seid immer noch so vorbildhaft, was Demokratieentwicklung betrifft. Das ist möglicherweise auch mal ein Blick von Polen auf Deutschland gewesen. Naja, das ist ja auch nachvollziehbar, weil sie haben sich ja selbst verändert und entwickelt. Und das hat eben nicht die Stabilität. Die DDR ist ja nur der Bundesrepublik Deutschland angeschlossen worden. Und daraus ergibt sich auch eine gewisse Stabilität, weil die Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland ja schon seit Jahrzehnten so waren. Das verstehe ich. Auf der anderen Seite ist eben wiederum bei der Herstellung der Einheit ein großer Fehler begangen worden, indem man sich die DDR gar nicht genau angesehen hat. Dazu war man zu arrogant. Um ein konkretes Beispiel zu nennen, in meinem Wahlkreis ist 1972 ein Institut für Virologie und Impfschutz gegründet worden. Und zwar durch einen Beschluss der Regierung der DDR aus dem Jahre 1970. Und da haben sie beschlossen, sich auf eine Pandemie vorzubereiten. Da hat die Weltgesundheitsorganisation noch nicht einen einzigen Gedanken in der Richtung gehabt. Die Bundesregierung auch nicht. Da hat das die DDR beschlossen. So, und dieses Institut beschäftigte natürlich viele Virologinnen und Virologen und die haben ein Konzept für den Fall einer Pandemie ausgearbeitet. Und was passierte nach 1990 bei der Arroganz der Bundesregierung? Natürlich wurde das Institut geschlossen, die Virologinnen und Virologen wurden entlassen und das Konzept flog in die Tonne. Es wäre vielleicht klüger gewesen, es sich einmal anzuschauen. Genau. Und 2012 gab es ja so eine erste Prognose des Robert-Koch-Instituts, wie so eine Pandemie verlaufen kann. Und alle waren plötzlich überrascht, als sie im Februar das gelesen haben. Man hätte sich ja durchaus auf das eine oder andere vorbereiten können. Ja, nein, das war eine Bundestagsdrucksache 2012. Und da haben sie eben gesagt, dass wir viel zu wenig Schutzanzüge haben, viel zu wenig Masken haben, dass wir nicht ausreichend darauf vorbereitet sind. Und die Bundesregierung hat gar nichts unternommen. Aber was noch schlimmer ist, sie hat ihre Politik fortgesetzt, nämlich Kliniken zu schließen, weil sie sich nicht rechnen und weil es zu viele sind. Und Kliniken zu privatisieren, damit sie sich eben rechnen. Und das stellt sich nun doch als Katastrophe heraus. Erstens sind zum Beispiel die Wege zum Krankenhaus nicht unwichtig. Wenn dein nächstes Krankenhauszimmer 300 Kilometer oder 200 Kilometer entfernt ist, kannst du schon tot sein, bevor du dort bist. Das Zweite ist,
dass sich ein Krankenhaus nicht in erster Linie rechnen muss. Ein Krankenhaus muss in erster Linie für Gesundheit sorgen. Natürlich brauchst du auch ein paar ökonomische Faktoren, aber die können nicht vorne stehen. Wenn jemand mit einem Krankenhaus Geld verdienen will, ist das völlig neben der Sache. Und deshalb sage ich immer, die Gesundheit gehört nicht auf den Markt. Die Bildung gehört auch nicht auf den Markt. Teile der Kunst und Kultur gehören übrigens auch nicht auf den Markt, weil eine Oper sich nie rechnet. Die ist viel zu teuer. Du kannst gar nicht Eintrittskarten verkaufen, die wirklich die Kosten einer Oper widerspiegeln. Also dann können sich, weiß ich was, 1000 Leute das in ganz Deutschland sich leisten, aber niemand anderes. Mhm. Absurd. So. Und die Energieversorgung und für die Wasserversorgung gilt das aus. Der Markt macht Sinn bei Geschäften und auch in der Industrie und im Handel und so, aber eben überhaupt keinen Sinn bei der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und ich hoffe, dass nach der Pandemie gerade über das Gesundheitswesen dies endlich begriffen wird und die ganze Privatisierung dieser Bereiche aufhört. Eine Apothekerin, mit der ich letzte Woche gesprochen habe, hat mir gesagt, es wäre auch gut, wenn Deutschland wieder anfangen würde, selbst Medikamente herzustellen, was auch ein Problem zwischenzeitlich war. Und vielleicht als letzte Frage noch. Ja, ich sag dir mal ein Beispiel. Es gibt eine spannende Frage, die finde ich wirklich spannend. Wenn jetzt nun wirklich ein Impfstoff entwickelt wird, der funktioniert und getestet ist, bekommen ihn alle Menschen, die ihn wollen, auch die in Afrika, auch die in Lateinamerika, auch die in Asien oder nicht? Interessant ist, dass sie sich jetzt anfangen, darüber Gedanken zu machen. Früher haben sie sich darüber gar keine Gedanken gemacht. Und jetzt merken sie, wenn die Welt multinational ist, sich globalisiert, gibt es keine Grenzen für Krankheiten, dann darf es aber eben auch keine Grenzen für Gesundheit geben. Auch nicht für Impfstoffe etc. Also insofern, finde ich, stehen wir schon vor spannenden Fragen. Ja. Die Corona-Krise hat ja nicht nur die gesundheitliche Herausforderung, die enorm ist, sondern die hat ja vor allem, was wir jetzt auch merken, wirtschaftliche und soziale Herausforderungen und vor allem Verwerfungen. Wir haben wieder in Berlin Arbeitslosenzahlen über 10%, sie steigen weiter. Wir haben hunderttausende Kurzarbeiter. Und was wäre denn deine Empfehlung an die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik heute in dieser Situation? Also zunächst sind jetzt lauter Gruppen kennengelernt worden, die Politik vorher gar nicht kannte. Das sind zum Beispiel die Solo-Selbstständigen, die Freiberuflerinnen und Freiberufler. Und da hat der Bundestag in seiner Mehrheit und die Bundesregierung einen Beschluss gefasst, den ich für falsch und absurd halte. Sie haben 9.000 Euro für Betriebskosten zur Verfügung gestellt. Das klingt nicht schlecht. Aber für alle Solo-Selbstständigen, Freiberuflerinnen und Freiberufler bedeutet es, dass sie an das Geld nicht herankommen, weil bei ihnen Privat- und Betriebskosten identisch sind. Da sie aber keine Einnahmen mehr haben, hätten sie doch auch einen Zugang zu den 9.000 Euro haben müssen. Der einzige Zugang, den sie hatten, das waren die 5.000 Euro, die Berlin beschlossen hat. Das war auch sehr sinnvoll von Berlin, muss ich sagen. Aber es reicht natürlich nicht hin und nicht her. Alle Maßnahmen während der Pandemie sind von der Politik beschlossen worden. Wenn die Politik diese Maßnahmen beschließt und die Möglichkeiten der Menschen einschränkt, auch wenn es aus gesundheitlichen Gründen geschieht, haftet sie auch für die Folgen. Und das macht sie eben nicht. Es gibt nicht nur im Bereich der Kunst und Kultur, in vielen Bereichen Leute, die nicht mehr wissen, wie sie existieren sollen. Dann werden sie jetzt auf Hartz IV verwiesen. Abgesehen davon, dass Hartz IV auch was Demütigendes an sich hat, kommt noch hinzu, dass sie ja nach ihren Vermögensverhältnissen gefragt werden. Nun sollen die ja nicht gelten. Trotzdem fragt das Jobcenter danach, das verstehe ich auch wieder, weil die nämlich vor der Frage stehen, ob sie dauerhaft Hartz IV bezahlen müssen oder nur für die Zeit der Sonderregelung, wo das Vermögen keine Rolle spielt. Deshalb müssen sie danach fragen. Aber das macht die Leute sofort wieder misstrauisch, was ich auch verstehen kann. Und man stellt immer wieder fest, die Probleme liegen im Detail. Wenn ich sie aber auf Hartz IV verweise, dann muss ich sowieso mal den demütigenden Charakter da wegnehmen. Erstens ist Hartz IV zu gering, aber zweitens, die Sanktionen sind völlig falsch. Das ist hochinteressant. In Deutschland wird überwiegend immer in Form von Sanktionen gedacht. Ich denke immer in Form von Boni. Das heißt, ich würde das ganz anders machen. Ich würde einen höheren Betrag als Existenzminimum festsetzen. Darauf haben die Betroffenen eben Anspruch. Und dann würde ich sagen, Menschen, die wirklich krank sind und sich gar nicht mehr engagieren können, und Menschen, die gesund sind und sich engagieren, die kriegen von mir einen Boni, einen Bonus.
Punkt. Und diejenigen, die gesund sind und sich nicht engagieren, kriegen eben den Bonus nicht. Ich kann das Existenzminimum nie unterschreiten. Das darf ich auch nicht. Das ist schon durch Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 des Grundgesetzes verboten, wonach ja die Würde des Menschen unantastbar ist. Ergo kann ich nur umgekehrt vorgehen, indem ich Boni zahle. Die Einzigen in Deutschland, die Boni kennen, das sind die Vorstandsmitglieder der Konzerne. Ich bin dafür, sie bei Sozialleistungen einzuführen. Okay, das ist auch mal ein guter Vorschlag. Abschließend, wir können jetzt noch Stunden uns unterhalten. Abschließend hat immer der Gast drei Wünsche frei. Wenn jetzt eine gute Fee kommen würde, welche drei Wünsche hättest du für mich? Du hattest mich ja auch zur Arbeitssituation gefragt. Ich habe jetzt nur dazu Stellung genommen. Die spannende Frage ist natürlich, wie man Arbeitsplätze erhalten kann. Kurzarbeitergeld ist eine vernünftige Regelung, aber es muss jetzt länger und auch höher bezahlt werden, weil die Leute in eine Existenzkrise geraten. Und dann muss auch klar sein, wenn ein Unternehmen aber trotzdem Arbeit verlangt, muss die Arbeit, die geleistet wird, vom Unternehmen auch bezahlt werden. Das geht natürlich nicht, dass die dann sagen, ihr kriegt ja Kurzarbeitergeld und das reicht. Da müssen wir deutlicher werden. Und ich bin übrigens auch dafür, dass wir endlich per Gesetz die Tarifbindung einführen. Ich möchte, dass ein Tarifvertrag für alle Unternehmen in diesem Bereich gelten und nicht für die Mehrheit der Unternehmen im Osten Deutschland zum Beispiel nicht gelten, was immer dazu führt, dass die Löhne karg sind und die Bedingungen indiskutabel. Verzerrt übrigens auch den Wettbewerb und vor allem auch die Chancengleichheit. So, jetzt zu deiner nächsten Frage. Und was natürlich auch nicht geht, ist, dass Unternehmen Kurzarbeitergeld einsammeln und gleichzeitig Dividenden auszahlen an ihre Aktionäre. Das ist wahr, ja. Aber jetzt kriegen ja die Aktionäre eines bestimmten Konzerns nichts mehr. Da hat mir eben heute einer geschrieben, dass er seine ganzen Ersparnisse dort in Aktien angelegt hat. Die ist ja jetzt alle los. Nun habe ich ihm gesagt, das ist ja für mich ein Grund, nie in solche Aktien zu kaufen. Und er hat dem eben vertraut und fühlt sich jetzt getäuscht. Aber ich weiß auch nicht, ich kann ihm auch nicht helfen. Es ist halt so. Es ist bitter. Und das wird der Staat auch nicht ersetzen. Diejenigen, die den Betrug gemacht haben, werden vielleicht zum Schadenersatz verurteilt. Aber selbst wenn sie reich sind, wird es nicht reichen, um den Schaden aller Aktionäre auszugleichen etc. Aber immerhin, zum Schadenersatz müssten sie verurteilt werden. So, jetzt deine nächste Frage. Ich habe ja nur eine Aktie. Das ist die am Stadion an der Alten Fürstnerei. Ja, da habe ich auch eine Aktie. Da bin ich auch stolz drauf. Aber da wusste ich schon beim Kauf, dass ich nie einen Cent wiedersehe. Das war ja auch gar nicht geplant. Es war ja so eine Art indirekter Spende. Das ist meine einzige Aktie, die ich besitze. Dann haben wir was gemeinsam. Bin ich auch sehr stolz, ja. Ist ja alles für den Verein. Drei Wünsche für Berlin. Wenn es eine gute Fee kommen würde und sagt Gregor Giese, du hast jetzt drei Wünsche für Berlin. Für Berlin? Für Berlin. Also, dann würde ich mir wünschen, dass jeder Mensch in Berlin entsprechend seinen Bedürfnissen über Wohnraum verfügt. Dann würde ich mir wünschen, dass wir keine Arbeitslosigkeit mehr haben. Und dann würde ich mir Bildungsstrukturen wünschen, wo wirklich Chancengleichheit für die Kinder herrscht, sodass ein Kind aus einer reichen Familie, aus einer sozial starken Familie und ein Kind aus einer sozial schwachen Familie, dass alle drei Kinder die gleichen Chancen haben, sich zu entwickeln. Davon sind wir leider immer noch meilenweit entfernt. Das war der Bürgermeister-Podcast. Vielen Dank, Gregor Giese, für das Gespräch. Ich danke dir auch. Das war der wöchentliche Podcast des Lichtenberger Bürgermeisters Michael Grunst. Immer wieder freitags nach 1. Kommentare und Themenvorschläge sind willkommen. Per Mail an pressestelle@lichtenberg.berlin.de oder auf der Facebook-Seite von Michael Grunst. Aus Liebe.